Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir, wieder mal mit dem HTML-Tutorial und wieder mal mit den Attributen, die unsere Webseite ein bisschen interaktiver gestalten. Ihr kennt das Ganze ja inzwischen. Und heute geht es um das Gegenteil zu OnKeyDown. Und zwar ist das OnKeyUp. OnKeyUp ist gleich doppelte Anführungszeichen. Dann wieder unser beliebtes console.log für die Demonstration. Tastendruck aufgehoben. Denn das wird immer ausgeführt, wenn eine Taste losgelassen wurde, oder? Ich schreibe hier besser hin, Taste losgelassen. So. Probieren wir es aus. Ich drücke F, ich lasse F los. Ich drücke F, ich lasse F los. Ich drücke irgendeine andere Taste, ich lasse die Taste wieder los. Ich drücke noch eine andere Taste und noch eine. Also ich habe jetzt zwei gedrückt, ich lasse eine los, ich lasse die andere wieder los. Und es kommt zweimal Taste losgelassen. Das heißt, für jede Taste, die ich loslasse, kommt diese Aktion hier. So, und das war's dann auch wieder mit diesem Video und bis zum nächsten Mal.